Ja, okay, ich geb's zu. Das war der einfachste Intro-Gag aller Zeiten, aber ganz im Ernst. Ich bin ja auch ehrlich gesagt jemand, der sich das Leben gerne leicht macht. Anders als Chris Sun zum Beispiel. Er hat zwar seit 2011 nur 4 Filme gedreht, hat dabei aber bei jedem eigentlich ziemlich geniale Arbeit abgeliefert. Außer bei seinem Erstlingswerk Come and Get Me. Dazu kann ich nämlich nichts sagen, weil der Film ist in deutscher Sprache bislang noch nicht veröffentlicht worden. Sein zweiter Film aus dem Jahr 2013 sorgte aber gleich dafür, dass er in der Horror-Community sich einen Namen gemacht hat, handelte es sich dabei doch um den Torture-Porn-Streifen Daddy's Little Girl, der eine ziemlich böse Story und vor allem ziemlich böse Szenen enthält. 2014 legte er dann mit dem Slasher Charlie's Little Farm nach und jetzt 2016 mit dem Film Boah. Und Boah soll jetzt eigentlich gar kein österreichischer Ausdruck der Überraschung und Begeisterung sein. Nein, es ist tatsächlich einfach das englische Wort für Wildschwein. Spannender wird's nicht. Leider. Boar also. Oder wie man auch dazu sagen könnte, Razorback 2. Chris Sun hat zwar auf Facebook ganz deutlich gesagt, nein, mein Film hat mit Razorback nichts zu tun. Und jeder, der den Trailer gesehen hat, wusste doch, der Film hat wahnsinnig viel mit Razorback zu tun. Ich habe jetzt auch gesehen, man kann zwar definitiv nicht behaupten, dass Chris Sun hier wahnsinnig viel geklaut und kopiert hat. Man merkt aber definitiv, dass er ein Fan des Originals ist und natürlich gewisse Elemente dann auch wieder in seinem Film vorhanden sind. Weil die Aussage zu sagen, hey, ich mag diesen bekannten australischen Wildschweinhorror, jetzt drehe ich einen australischen Wildschweinhorror, aber der australische Wildschweinhorror wird mit meinem gar nichts zu tun haben. Das ist ähnlich glaubwürdig, so wie damals die Aussage von Michael Bulli Herbig, als er bei dem Release von Traumschiff Surprise gesagt hat, ach, was? Die Idee erinnert an Spaceballs? Den habe ich noch nie gesehen! Naja, auf jeden Fall erscheint Boah jetzt am 30. November 2018 zum allerersten Mal in deutscher Sprache von Meteor Film im Exklusivvertrieb von Illusions Unlimited Films in insgesamt 4 verschiedenen Mediabooks. Für das Cover A hat man sich da eines der bekanntesten Motive für den Film genommen, das beispielsweise auch für die australische Blu-ray genommen wurde. Übrigens, die australische Blu-ray von dem Film stammt von Universal. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie überrascht ich war, als ich die Blu-ray eingelegt habe und statt Third Class Pictures Presents zum ersten Mal in einem vergleichbaren Indie-Film das Universal Claim Logo und Jinglechen gehört. Aber egal, von diesem Cover gibt's 555 Stück. Dann Cover B zeigt ein anderes Plakatmotiv zu dem Film, das limitiert ist auf nur 444 Stück. Dann gibt's noch das Cover C, von dem überhaupt nur 333 Stück in Auftrag gegeben wurden. Ich mache den Satz jetzt etwas länger, damit ich das Bild noch ein bisschen einblenden kann. Und Cover D, ganz zum Schluss, von dem es überhaupt nur 222 Stück gibt. Bei mir ist der Film jetzt gelandet mit dem Mediabook Cover B und deswegen bin ich auf jeden Fall schon gespannt drauf, euch heute, nämlich in Wirklichkeit exakt einen Tag vor dem Release des Mediabooks, das limitierte österreichische Mediabook Cover B von Boah näher vorzustellen und euch dabei zu versprechen, diesen Witz im Laufe des Videos nie wieder zu machen. Ich muss zugeben, ich hatte es ja im Fall von Boar gar nicht mal so leicht, mich für ein Cover zu entscheiden. Irgendwie hatte schon jedes einzelne Motiv für sich was für sich. Cover A mit diesen großen, fetten Stoßzähnen, Cover C mit dem Wildschwein, das mehr oder weniger gerade an einem Skelett nagt, Cover D mit einfach nur der blutverschmierten Wildschweinfresse. Aber im Endeffekt war das Motiv, das mich persönlich am meisten angesprochen hat, dann doch
Cover B. Das, was am ehesten so aussieht wie das, was ich eigentlich eh immer kaufe und immer haben will. Nämlich ein klassisches, altes, reißerisches, gezeichnetes Motiv. Und das ist ja auch wirklich ein wahnsinnig geiles Motiv. Wir sehen die Darstellerin, die mehr oder weniger hilfesuchend zu uns greift. Aber wir, die den Film gesehen haben, wissen, dass uns die Charaktere in dem Film eigentlich so sehr auf die Nerven gehen, dass ich ihr wahrscheinlich, wenn sie mir die Hand entgegenstreckt, ein Eis hinhalten würde. Wie sie schreit, wie das Wildschwein von hinten auf sie losgeht, wo man jetzt nicht unbedingt weiß, ob er sie verspeisen oder vernaschen will. Das ist eine gruselige Vorstellung. Aber ich finde irgendwie so diesen halb gezeichneten Stil mit den geglätteten Kanten wirklich cool. Auch mag ich irgendwie so diese Tagline im Outback, hört dich niemand quieken. Das ist irgendwie eine sehr, sehr nette Alien-Reference. Ich mag auch den Titelschriftzug und ich finde auch, dass dieses Cover-Artwork sehr schön aufgeteilt ist. Mir gefällt auch die Tatsache, dass das Artwork, obwohl es eigentlich in Wirklichkeit nur aus Weiß, Schwarz und Rot besteht, weder langweilig noch eintönig noch sonst was aussieht und vor allem an der Stelle definitiv angemerkt, weil rote Flächen ja am allerschwierigsten darzustellen sind ohne Kompressionsspuren, dass das hier wirklich makellos aussieht. Schauen wir jetzt einmal über den Spine auf das Backcover. Da finden wir natürlich wie gewohnt die Inhaltsangabe, einige Bilder zum Film, etwas Werbung für den Film, natürlich die Casting-Crew-Informationen, die individuelle Limitierungsnummer, die eigentlich normal in dem weißen Feld stehen sollte, nachdem es sich bei meinem Exemplar vom Mediabook um ein Presse-Weißmuster handelt, ist das halt einfach leer. Sowie die technischen Details von der Blu-ray, von der DVD, sowie auch die Informationen rund ums Bonusmaterial. Das ist übrigens diesmal nicht direkt auf der Blu-ray enthalten, sondern fast 50 Minuten mit inklusive einem Making-of und Interviews und wurde auf einer dritten Bonus-DVD abgelegt. Es sind tatsächlich einige interessante Blicke hinter die Kulissen mit dabei. Schauen wir jetzt einmal ins Mediabook hinein. Da wiegt ein eher schlichtes Design vor. Wir finden mehr oder weniger denselben Untergrund auf dem Frontcover vom Booklet, auf der Blu-ray, die in meinem Fall hier links untergebracht ist, beziehungsweise auch auf den beiden DVDs hier auf der rechten Seite. Genauso wie wir ein Innenartwork haben, das nicht wirklich unbedingt durchgeht, wo man sieht, dass das genauso wie das Artwork außen mehr oder weniger den Spine komplett ausgespart hat. Außerdem werdet ihr mittlerweile schon mitbekommen haben, dass es sich hier zweimal um dasselbe Bild handelt, das allerdings for your convenience noch auf der einen Seite gespiegelt wurde, damit es zumindest nicht absolut identisch aussieht. Im Booklet findet sich ein Interview mit Chris Sum, das von infamoushorrors.com stammt und es tatsächlich einige interessante Fragen rund um den Film bzw. Chris Sums Karriere beantwortet, da es mir auch schon den ein oder anderen Saga für dieses Review geliefert hat und wo man, finde ich, nebenbei auch ein paar ganz interessante Einblicke in die Effekte bzw. einzelne Elemente und Szenen des Films bekommt. Ist eigentlich insgesamt eine ganz nette Sache. Bohr wurde im Jahr 2016 und unter anderem mit der Unterstützung von Universal Pictures produziert. Zwei Faktoren, die eigentlich dazu beitragen sollten, dass der Film auch auf der österreichischen Blu-ray in hervorragender Bildqualität vorliegt. Ob das allerdings tatsächlich der Wahrheit entspricht, das schauen wir uns jetzt wie gewohnt im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray-Check an, wenn ich euch einige Bilder aus dem österreichischen HD-Transfer direkt zeige. Wie gewohnt weise ich darauf hin, dass ich diese Bilder zwar in keinster Art und Weise bearbeitet oder verfremdet habe, aber ich musste sie natürlich alle selbst machen, abspeichern, ins Video einfügen, dieses rendern und auf YouTube hochladen, deswegen alleine durch die zweifache Extra-Kompression die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slide nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Und ja, ich glaube, wir brauchen uns den Transfer von Bohr nicht allzu lang und allzu detailliert anschauen, um genau zu wissen, dass mein vorher gemachter Claim absolut korrekt ist. Bohr liefert fantastisches
Bild. Die Schärfe ist beeindruckend, die Detailzeichnung sowohl in den Nahaufnahmen als auch in weiter entfernten Shots perfekt. Die Farben wirken kräftig und dynamisch. Der Kontrast balanciert helle und dunkle Bildbereiche wunderbar und schafft es dabei, ein durchgehend natürliches und kraft- sowie gehaltvolles Bild zu zaubern. In den dunklen Szenen hat mich zudem noch der Schwarzwert überzeugt und der Film schafft es eben dank seiner guten Durchzeichnung der dunklen Szenen auch bei der beim Großteil der Wildschweinangriffe, die eben eher bei finstererem Licht stattfinden, dafür zu sorgen, dass man als Zuschauer immer noch alles Relevante erkennen kann. Die Kompression arbeitet eigentlich weitestgehend unauffällig, auch dank der Produktionsweise fällt kein auffälliges Bildrauschen oder irgendeine Körnung von irgendeinem Filmmaterial auf. Demnach kann man meiner Meinung nach insgesamt mit der hier gebotenen Bildqualität sehr zufrieden sein. Chris Sun vereint in Boar einen wirklich interessanten Cast. Neben Nathan Jones, den er bereits für seinen Slasher Charlie's Farm vor die Kamera holte, und Bill Moseley, der dort ebenfalls zu sehen war, sehen wir dieses Mal noch Wolf Creek-Veteran John Jarrett bzw. Roger Ward, dem bösen Gefängnischef aus Insel der Verdammten, beziehungsweise andere Leute, die in bekannten australischen Filmproduktionen zu sehen waren. Der Film ist durchaus interessant, vor allem für Fans von Tierhorror gibt es ja eigentlich nicht wahnsinnig viel. Und vor allem Fans von Razorback werden sich womöglich gefragt haben, warum man seit 1984 vielleicht 5 Filme bekommen hat mit irgendwelchen Killer-Wildschweinen. Und da hat Boar tatsächlich etwas zu bieten, was viele andere Filme nicht zu bieten hatten, nämlich wahnsinnig viele handgemachte Effekte. Ja, Chris Sun hat einige CGI-Shots verwendet, ja, ein paar davon sind auch offensichtlich als solche zu identifizieren, aber ein Großteil der Effekte ist tatsächlich handgemacht und das macht einige der Action-, Kampf- und Gore-Szenen zu einem wirklichen Highlight. Immerhin wurde für den Film ein Wildschwein angefertigt, das 4,5 Meter lang, 2,5 Meter hoch und zwischen 5 und 600 Kilo schwer war, wo für die Bewegung das Ding entweder in einer Halbversion vorne in einem Auto montiert werden musste oder sage und schreibe 3 Crewmitglieder darin Platz finden mussten, um den schweren Geber auch nur ansatzweise irgendwie bewegen zu können, weil sonst wäre er am Boden dann ein Eberkleber. Okay, ja, ja. Ja, für den entschuldige sogar ich mich. In Österreich erscheint Boar jetzt im Vertrieb von Illusions Unlimited Films über Meteor Film zum allerersten Mal. Logischerweise in seiner ungeschnittenen Fassung im Mediabook. Liegt hier sowohl auf einer DVD als auch natürlich in High Definition auf der Blu-ray bei. Bietet mit einer Bonus-DVD noch 50 Minuten Bonusmaterial und ist für Genre-Fans definitiv einen Blick wert.